Herzlich willkommen, Elisabeth. Frau Elisabeth Buchner ist die Leiterin der Hormonselbsthilfe. Wir arbeiten eng zusammen, schon viele Jahre, und ich habe so viel von ihr schon gelernt. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, mehr über Hormone wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen Schulungen bei Elisabeth Buchner. Und so möchte ich dir, Elisabeth, gleich das Wort geben. Es gibt 10 verschiedene Schulungen. 10 Schulungen über Hormone, das kann man sich kaum vorstellen. Worum geht's da? Ja, also erst einmal um das Grundwissen, die Basics, sage ich immer, die Basisschulung. Das sind 2 komplette Tage und da beschäftigen wir uns mit der Wirkung der einzelnen Hormone, der Notmechanismen im Körper. Wir beschäftigen uns mit dem Zusammenspiel, mit den Verhältnissen, was ich in den anderen Blogs schon ein bisschen angedeutet habe, und die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Wir befassen uns mit den Verhütungsmethoden. Welchen Einfluss haben die verschiedenen Methoden auf unser natürliches Hormonkostüm über die Pillen, über die Hormonspiralen und auch, was machen denn die anderen Verhütungsmethoden? Und im Gegensatz dazu, wie unterscheidet sich dann eine naturgemäße Empfängnisregelung von diesen Verhütungsmethoden? Das spielt auch bei den Hormonen eine ganz große Rolle. Wir haben dann einen großen Block über die Symptomatik. Wie kann ich an Symptomen Hormonstörungen erkennen? Wie sieht dann eben auch die Testung aus, Sinn und Unsinn bei Hormontests, und welche Parameter machen hier auch Sinn zu messen, in welchem Medium, ob Blut, ob Speichel, ob Urin. Und dann geht es weiter mit den ganzen verschiedenen Therapiemöglichkeiten, rezeptfrei, rezeptpflichtig, pflanzlich, verschreibungspflichtig und so weiter. Und dann spielen wir auch einzelne Themen schon mal durch, auch mit Hilfe von Fallbeispielen. Die Beobachtung wird eine große Rolle spielen. Also das ist ein sehr, sehr kompakter Grundstock, auf dem dann alle anderen Schulungen aufbauen. Die anderen Schulungen sind themenspezifisch. Wir haben auch ebenso ein 2-tägiges Schulungsprogramm für das Thema Schilddrüse allein, weil es einfach so umfangreich ist, auch dieses Zusammenspiel, nicht nur die einzelnen Hormone, sondern auch eben die Symptomatik, Therapiemöglichkeiten, verschiedene Diagnosen im Schilddrüsenbereich und Standardtherapien, alternative Therapien. Da brauchen wir wirklich 2 geschlagene Tage dafür, immer von früh bis abend so in einem Stück durch. Es ist ziemlich viel, aber es gibt auch dazu sehr ausführliche Unterlagen, sodass man das auch nacharbeiten kann. Das ist wichtig. Und die anderen Themen sind dann wirklich ganz spezifisch. Das geht mit der Schulung 3, Psyche und Hormone. Hormongleichgewicht bei psychischen Auffälligkeiten. Dann haben wir die Schulung 4, da geht es um Krebs und naturgemäße Hormonzusammenhänge. Wir haben die Schulung 5, da geht es dann um die Kinder. Die Kinder sind für mich ein ganz großes Anliegen. Ja, Kinder haben und brauchen Hormone und brauchen ein Hormongleichgewicht. Und ich weiß um viele Kinder, die haben ein schlimmeres Burnout als Erwachsene. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass auch Pädagogen und Lehrer hier wenigstens ein paar Basics kennen für diese Schulung, für dieses Thema, und oft auch dann schon mal Eltern helfen, in die Richtung untersuchen zu lassen. Die Schulung 6 ist dann ein ganz spannendes Thema. 6 natürlich Sexualität. Was für eine Rolle spielen Hormone bei der Sexualität, auch bei der Transsexualität, bei der Homosexualität? Wie sieht ein
Umstieg von Hormongaben im Derivatbereich, also Pille, Verhütung oder Hormonersatztherapie, wie kann man umsteigen ohne Schwierigkeiten von einer körperfremden Hormonversorgung hin zu einer naturgemäßen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben dann auch einen sehr interessanten Teil, wo wir uns anschauen, Ursachen für unerklärliche, rätselhafte Hormonmessungen, wo wir da stehen, was kommt das denn her? Weder zu niedrig oder zu hoch, ja, diese beiden Extreme. Und die Schulung 7 ist dann Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit. Also Experten vom Netzwerk sind fleißig dabei, auch Kindern auf die Welt zu helfen, die einfach ja als unmöglich bezeichnet wurden. Und im Moment ist also wieder ein großes Schwemme da. Und wir haben dann in der Schulung 8 dann Gewicht, Diabetes. Zu viel Gewicht, zu wenig Gewicht, Diabetes 1, 2, 3 oder 1,5, da gibt es auch Zwischenformen. Wie sieht das aus? Wie können wir hier auch alternativ arbeiten? Und dann die Schulung 9, das ist die Männerschulung, ein kompletter Tag, da stehen unsere Männer im Rampenlicht und ihre Hormone. Und dann in der 10. Schulung geht es um die Wechseljahre und danach Postmenopause. Also auch ein Riesenthema, wo ein Tag gerade mal so reicht. Unglaublich. Darf ich hier ein bisschen Werbung für dich einschalten, für die Zuschauer, die sich vielleicht für so eine Schulung interessieren? Gehen Sie einfach bitte auf die Webseite www.hormonselbsthilfe.de und dort finden Sie alle diese Schulungen aufgeführt mit Datum und Ort und wo immer. Kann man sich anmelden und einen Tag mit Elisabeth genießen. Ich habe schon mehrere Tage genießen dürfen. Es ist spannend, lustig, gehaltvoll, wirklich einfach nur zu empfehlen. Jetzt aus diesen Schulungen heraus noch ein paar Fragen, die ich oft höre von Patienten. Wenn du da kurz eine Antwort geben kannst. Junge Frauen mit Periodenschmerzen, im PMS, was können sie tun? Oder auch Endometriose ist ja manchmal auch dabei. Was sollen sie tun hormonell? Das kann man nicht einfach in kurzen Sätzen sagen, weil die Ursachen so verschieden sind. Also die Periodenschmerzen, da gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt eben Periodenschmerzen, die nur ganz kurz andauern und es gibt welche, die 3 Tage dauern. Und das sind oft auch unterschiedliche Zusammenhänge. Und da empfehle ich einfach, sich eine Fachkraft zu holen. Wir haben auch bei uns auf der Homepage eine große Liste von ausgebildeten Fachkräften, weil die können einen dann einen Weg begleiten. Bei den Periodenschmerzen ist es wichtig, erstmal diagnostisch eine Grundlage zu schaffen. Hängt es mit der Schilddrüse zusammen? Hängt es mit dem Prolaktin zusammen? Hängt es mit dem Progesteron zusammen? Und entsprechend unterschiedlich sind da die Therapien. Daher ist es so wichtig, dass man sich jemanden sucht, der hier diese Zusammenhänge kennt und in der ganzen Bandbreite auf das Thema eingeht. Also nicht bitte jetzt erwarten, einfach nur ein Mittelchen und das ist weg. Sicher ist oft das Progesteron bei dieser kurzfristigen Schmerzsituation eine Hilfe. Das war bei mir auch so. Also wenn das Progesteron ein bisschen unterstützt wird, dann ist die Dysmenorrhoe Vergangenheit. Bei der Endometriose ist es nicht immer nur das Progesteron, sondern oft eben auch die Schilddrüsenüberfunktion, die häufig ist während der Regel, oder dass der Prolaktinspiegel zu hoch ist. Und Prolaktin hat wiederum einen kleinen Draht hin zum Oxytocin, triggert den oft auch, das Wehenhormon, und das spüren wir Frauen. Also wir müssen hier ganz klar versuchen herauszukriegen, ist es Endometriose oder ist es nur eine Dysmenorrhoe? Und dann bedeutet das auch unterschiedliche Therapiewege. Mhm.
Die zweite große Gruppe sind die Frauen mit Wechseljahrbeschwerden. Man hat Wallungen, man fühlt sich nicht mehr wohl. Kannst du hier in zwei Sätzen uns erklären, was wir tun können? Ja, ist immer erstmal die Frage, wurde eine Empfängnisregelung hormoneller Art abgesetzt, was ja in den Wechseljahren oft der Fall ist, oder die Hormonspirale kommt raus, man braucht sie nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit, dass die Leute dann eben durch diesen Wechsel, durch dieses Absetzen der gewohnten Hormongaben wirklich in eine Krise rutschen. Die andere Seite ist die, dass einfach durch eine Überlastung ein enger Werden der Grenzen, ein Ignorieren der Veränderung Frauen einfach überfordert. Sie mehr von sich erwarten und fordern, als es eigentlich realistisch wäre. Und auch das muss therapeutisch angesprochen werden. Diese typischen Symptome, die man in diese Richtung schiebt, das ist zum Beispiel eben Schlafstörung und Hitzewallungen, können auch unterschiedliche Ursachen haben. Ich erinnere mich so gut an eine Schulung, saß auch ein Arzt vor mir, und der sagte, ach Elisabeth, mach nicht so viel Summ darum. Ich möchte wissen, was ich einer Frau mit Schweißausbrüchen sagen kann. Und dann habe ich ihn schmunzelnd angeschaut und habe gesagt, ja, das kann ich schon, aber du musst mir erst sagen, ist die Ursache für das Schwitzen ein zu viel an Adrenalin, ein zu viel Süßes? Ist es ein zu viel an Schilddrüsenhormonen oder ein zu wenig an Estradiol? Und wenn ich da weiß, was Sache ist, dann kann ich dir sagen, ganz einfach, was man gegensteuern kann. Auch hier, es gibt unterschiedliche Ursachen. Und eine Therapie macht nur Sinn, wenn ich die Ursache kenne und hier gezielt so behutsam wie möglich gegensteuere. Das ist eigentlich die Antwort. Und es wäre natürlich viel schöner, wenn man einfach hier ein Rezept herauszieht und sagt, ganz einfach, so einfach ist es leider nicht. Allerdings. Die landläufige Meinung ist doch, nach der Menopause, da gehen die Hormone zurück und dann braucht man sie nicht mehr. Ist das auch deine Erfahrung? Ja, das kann man machen oder denken. Entsprechend schlecht geht es einem dann. Der Körper kann nicht ohne Hormone leben. Wir brauchen immer eine Grundversorgung von allen Hormonen. Natürlich werden im Laufe des Lebens auch die Drüsen schwächer. Keine Frage. So wie die Augen ja auch schwächer werden. Na, du hast eine Brille auf und im Laufe des Lebens werden die einfach müder. Gut, dann kann ich das so hinnehmen und warten, bis ich blind bin, oder ich kann therapeutisch gegensteuern. Die Hormonsituation ist ja bei der Diabetes-Thematik eindeutig. Käme jemals ein Arzt auf die Idee zu sagen, Sie sind jetzt 60 Jahre, Sie brauchen kein Insulin mehr? Insulin ist wichtig bis zum letzten Herzschlag. Und genauso wichtig sind Schilddrüsenhormone, genauso wichtig sind die Nebennierenhormone. Wenn die Nebennierenhormone nicht mehr arbeiten, wenn die nicht mehr vorhanden sind, sterben wir im Schlaf. Wir schlafen für immer ein. Der Herzschlag kann nicht ohne Cortisol, nicht ohne Progesteron, nicht ohne Testosteron. Geht nicht. Es geht auch ja nicht ohne Schilddrüsenhormone. Um die Geschlechtshormone, wo ja gesagt wird, ja, nach der Menopause braucht man die nicht mehr. Ja, und die Haut und die Haare, wollen wir alle eine Glatze haben? Wir Frauen definitiv nicht. Und es ist so, dass wir jedes Hormon bis zum Schluss brauchen. Natürlich verändert sich allein schon durch die ausbleibende Rhythmik, dass wir keine Hochlage mehr haben, wie wir sie normalerweise in den Fortpflanzungsjahren haben für den Schwangerschaftsbedarf, für den Nachwuchs. Aber die Grundversorgung, die wir in der ersten Zyklusphase auch als Frau haben, die auch ein Mann dauerhaft hat, die brauchen wir auch im Alter.
Natürlich braucht zum Beispiel ein alter Mann nicht mehr die Fülle an Hormonen, die ein junger Spund hat. Ja, das sind natürlich Unterschiede, aber wir brauchen eine gesunde Grundversorgung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann merken wir das. Dann werden wir schwach und anfällig. Und je weniger wir an Hormonsubstanz haben, umso mehr werden wir auch vom Alter gezeichnet sein. Und es ist für mich immer die Kunst des Therapeuten, dass wir hier dieses Maß der altersgemäßen Grundversorgung im Auge behalten, nicht zu viel und nicht zu wenig. Haben wir zu viel Hormone, dann gehen wir auseinander, ja, dann werden wir vielleicht zumindest vom Estradiol, das wollen wir ja auch nicht im Alter. Und wir verlieren die Haare, das wollen wir auch nicht. Die Haut soll auch noch Spannkraft haben. Und wir haben eben im Alter, auch in dem seelischen Bereich, eine Grundversorgung im Hormonbereich nötig, damit wir auch die Aufgaben, die ein Senior oder eine Seniorin übernehmen soll und kann, dass wir das auch können und dass wir da sind für die nächsten beiden Generationen. Jetzt auch bei Kindern, jetzt eben, also Senioren brauchen weiterhin Hormone, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe schon mehrfach erlebt, wie Senioren nochmals wirklich aufblühen, wenn man ihnen die zu tiefen Hormone ersetzt. Und bei Kindern, da ist das ja gelernt haben wir ja, die Hormone entstehen in der Pubertät. Vorher spielen die keine Rolle. Da hast du, soviel ich weiß, auch neue Erkenntnisse. Ja, also wir haben natürlich auch bei Kindern Hormonmessungen gemacht und festgestellt, dass es da sehr wohl große Unterschiede gibt. Kinder, die eigentlich mit einem viel zu niedrigen Hormonspiegel in Kindergarten und in die Schule geschickt werden und dann eben oft auch als behindert oder als nicht schulungsfähig bezeichnet werden. Und wenn wir deren Hormone dann anschauen, ist das erschreckend groß. Oder umgekehrt, wenn Kinder so getrieben, getriezt werden, auf Leistung getrimmt werden, auch bei Sportlern zum Beispiel, da ist dann das andere Extrem oft, dass eben die Entwicklung auch nicht naturgemäß sein kann oder umgekehrt, wenn sehr viel mit estradiolhaltigen Hautpflegen gearbeitet wird, dass die Pubertät schon mit 9 Jahren kommt, ja, und dann ist das Erschrecken auch groß. Also es gibt auch bei Kindern ganz viel Hormonnot. Wir haben Kinderdiabetes, das weiß man im therapeutischen Bereich. Wir wissen, dass die allererste Hormonuntersuchung in unserem Leben, die erste Blutuntersuchung überhaupt in unserem Leben, ist eine Schilddrüsenhormonuntersuchung bei dem Neugeborenen, weil man weiß, die kognitive Entwicklung ist abhängig von einer ausgewogenen Schilddrüsenhormonversorgung. Und wenn es bei der Schilddrüse so ist, wenn es bei der Bauchspeicheldrüse so ist das definitiv auch bei den Nebennieren und bei den Hoden und Eierstöcken. Also ich weiß nicht, wie die Idee entstand, dass die Kinder keine Geschlechtshormone haben oder brauchen. Mir rätselhaft. Ich wollte einfach zeigen mit diesem Blog, wie viele Themen in diesen Schulungen angesprochen werden. Also von jungen Frauen, Wechseljahren, Senioren, Kinder, psychisch Kranke, Krebs. Es ist grenzenlos. Überall spielen Hormone eine Rolle. Elisabeth, wenn jemand jetzt sagt, wow, das interessiert mich, ich möchte so eine Schulung besuchen, wer darf da kommen? Ich meine, wir sind hier in einem tiefmedizinischen Bereich. Muss man schon fast Arzt sein, dass man dich versteht? Also ich hoffe sehr, dass ich gut verständlich die Sachen rüberbringe. Aber es hilft natürlich, wenn man ein gewisses Grund-Know-how hat. Wir sagen immer, alle, die irgendwie in einem therapeutischen oder psychologischen Bereich arbeiten, die hier eben diese Zusammenhänge kennen sollten, damit sie eben auch wachsam sind, dass sie nicht falsch therapieren. Ja, meiner Ansicht nach eben auch Lehrer und Erzieher wäre eigentlich schön. Aber die medizinischen Aspekte, also da gehören alle dazu,
die jetzt auch Ärzte sowieso, aber eben auch die Therapeuten, die nicht im ersten Moment an Hormone denken lassen. Ich denke an die Osteopathen, Heilpraktiker, haben auch in ihren Ausbildungen inzwischen ein bisschen was drin. Aber auch die Ernährungsberater sind herzlichst willkommen. Diejenigen, die NFP machen, also die natürliche Empfängnisregelung anbieten, lehren, die auf jeden Fall auch Pfleger. Also wir haben immer wieder auch Personal im Pflegebereich, das sind, die irgendwie mit Menschen therapeutisch ausbildend oder begleitend tätig sind. Die sollten ein Grundwissen haben über die Hormonversorgung. Weißt du, wie viele Therapeuten du in den vielen Jahren schon ausgebildet hast, ungefähr? Also das dürften jetzt an die 2000 sein. Es sind nicht immer alle aktiv. Also es fallen auch mal welche aus oder sterben auch mal welche. Und sind aber um die 2000 dürften es jetzt sein. Das heißt, dass die Kenntnisse über bioidentische Hormone immer schneller wachsen, wenn diese 2000 das alle anwenden. Das wäre schön, ja. Aber es bleiben nicht alle dabei. Manche gehen dann wieder zurück zu ihrem alten Expertise und sagen, das ist mir zu groß, das ist mir eine Nummer zu groß. Andere fangen Feuer. Und ein Arzt sagte mal, der ist weit gefahren. Und der sagte, also weißt du, das ist wie ein Krimi. Ich kann jetzt nicht einfach mittendrin aufhören zu lesen mit dem Thema, ich muss weitermachen. Ja, also für mich ist es spannend und ich freue mich natürlich, wo ich diese Faszination auch rüberbringen kann, habe aber auch Verständnis, wenn jemand sagt, nee, also es ist auch so, dass manche dann sich auch in anderen Schulungen Wissen aneignen, die sehr hoch dosieren, das gibt es auch. Und ja, das ist jeder frei und wer im Netzwerk ist, wer hier auch zusammenarbeiten will mit uns, der darf auch gerne auch immer anrufen bei uns und der könnte auch mit uns eben in der Weise zusammenarbeiten, dass wir unterstützen, durch vielerlei Hilfen für die Praxis, aber nicht, wir haben keinerlei Hormonversand, Verkauf oder so, da halten wir uns völlig raus. Wir liefern das Know-how und damit ist gut. Und sind offen für alle, die eben hier lernen wollen. Also ich hoffe, dass viele unserer Zuschauer jetzt wirklich angesprochen sind durch alles, was du anzubieten hast. Ich bedanke mich einmal mehr sehr herzlich bei dir und es ist einfach eine Freude, dich kennen zu dürfen. Vielen Dank, Elisabeth. Danke.